Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Cartridge Massacre. Der Chat hat gewählt und es ist leider Daikatana. Das habe ich auch schon gehört, dass es auf dem Gameboy echt nicht verkehrt sein soll. Aber hier auf dem N64 ist es ja so eine richtig brutale, runtergedampfte Version von dem Game. Und das Game ist ja an sich auch schon alles andere als geil. Sonora. Marsch. Weil alles so zugeballert, links halt hier diese Stats da halt auch noch drin sind, ist, finde ich, halt auch so völlig Banane. Wichtig? Ohne Boxhandschuhe, oder? Warum gibt ihr einem oder spawnt einem nicht direkt auf der Knifte? Ja, ich weiß. Dass es auf dem Gameboy ein komplett anderes Spiel ist. No go kick butt. Das war hier. Vor allem, wenn ich hier halt auch die Steuerung merke, die ist halt richtig ekelhaft, bulky und was nicht noch alles. Und seht ja auch, wie ich hier am Rumaimen bin. Das passiert bei Turok zum Beispiel gar nicht. Insekten. Ist das nicht nett, dass sie die Sicherungskästen so hinpacken, dass man so richtig schön treffen kann? Ach, das soll ein Frosch sein. Ich dachte, das für ein Schiss da. Das Spiel ja auch das Bild so klein macht, fällt mir auch gerade so auf. Aber du wirst halt hier auch so zum super präzisen Zielen. Was du hier machen sollst, dafür ist das hier nicht diffizil genug. Bei GoldenEye und Perfect Dark geht das. Aber hier? No chance. Mal gucken. Na, ist hier schon rum, weil ich die Tastenkombination für Ducken nicht rausfinde.
Aber beim Handschuh, sonst baller ich mich noch weg. Das Tolle ist, sobald man hier halt in eine Richtung drückt, bewegt sich halt der, hat doch Boom gemacht. Sobald man hier in eine Richtung drückt, bewegt sich halt auch immer der Stick. Und dass er stehen bleibt, das ist wirklich nur so ein Müh vom Zentrum aus. Auch absolut kein Mühe mal Auto-Aim oder ähnlich. Da haben wir das irgendwo eine Option. Brightness bling. Sayonara. Sayonara. Ich so aus. Das sind auch so Dinge, die ich hasse. Wo dann halt so offensichtlich in so eine Falle reinlaufen lässt. Was ja dann halt nochmal richtig schön HP und alles runterwichst. Ich mache wirklich das Self-Centering an. Sayonara, sayonara. Jetzt haben wir es hier hochgeschafft. Und hier gibt es noch nicht mal ein Secret. Ist das nicht enttäuschend? Und wenn wir runterhupfen, kriegen wir noch Fallschaden. Einwandfrei. We can't go any farther until we open this door. Hey, we can open the door with the switch. Oh, come on, hey! No ammo left. Man so brutalen Handschuh an und natürlich ist ist Ammo leer, wenn hier eine halbe Tonne Hansel rumrennt. Keine Ammo. Mishima. Ist dies ein Dead End? Ist Drehung. Hey, what's this? Ist ein Elevator to the next level.
Hast du das Gameboy noch, Kani? Sayonara. Sayonara. Auch ein richtig schönes Video von Civis Dungeon. Oh, bitte. Shadow Warrior, ich hau dich gleich, Chris. Aber es ist die gleiche Stimme. Und das stimmt definitiv. Nee, das ist Daikatana. Aber ja, das ist die Stimme von Lo Wang. Als auch keine neue Ammo bekommen, was soll das denn? Ja, ja, alles gut. Ah! Kickbutt. Kettenwerfer, ich liebe die. Geht das euch auch mal so, dass ihr euch damit auch immer selbst über den Jordan bolzt, bevor ihr irgendeinen Gegner damit ordentlich erwischt? Warum geht hier eigentlich immer die Cam nach oben? Rhinos. Na. Help me. Keine Ahnung. Helft euch selber, Freunde. Ding auch leer. Wollt ihr mich verarschen? Was soll das denn? Ich will doch verfickt noch mal Munition. Ah. Boy. Thank you.
Come on. Was ist dein Wert, der Aggro heißt? Aggro kenne ich, aber Aggro? Warum blinkt er? Ganz toller Arbeitsplatz hier. Vom Aufzug immer rüber jumpen. Ja, aber was wäre ein Wert in einem RPG an gehauchten Kram? Gut, mach auf. Mr. Gorbatschow, hier, down this wall. Das ist ein Button. Wenn wir nicht rüberkommen, ha? Huh? Oh. Die geile super sinnfreie Shotgun. Die schießt so oft. Mit dem Ding kann man Rocket jumpen in dem Game. Ohne Rockets. Und überleg mal, das Ding bekommt man hier, feuert die eigentlich das erste Mal da oben ab und dann kickt die einen hier direkt wieder runter und man bricht sich hier wieder das Genick. Also Game Design technisch. Dafür, dass es von John Romero ist, übel. Ich habe gedrückt, dass er springt. Boah. Da merkt man halt wieder bei Turok, dass es halt wesentlich intelligenter gemacht ist, dass du halt auch so einen kleinen Leap of Faith hast, wenn du irgendwo springst. Dass die Kanten nicht so hart getroffen sind. Also ich habe wirklich direkt zur Kante gedrückt und er springt nicht. Wenn wir das noch zweimal machen, sind wir tot. Da er halt auch nur so springt. Grauenvoll. Hast du das eben nicht aufgehoben? Irgendwie erwartet, dass hier irgendwo aus der Tür irgendwie wieder so ein Robo rausgestoppt kommt. Die Bruder waren anonym. Aus wie ein Granny. Ja, der Witz ist, im Original-Game auf PC hast du auch das Daikatana.
Hier hast du das dann halt wirklich nur am Bossfight. Und kannst komplett nicht damit umgehen. Komplett Banane. Um? Scheint ein Robot zu sein oder sowas, keine Ahnung. Einzige, was die Version gut hat, man hat keine Robo-Companions. Doch Gott. Keine NPC-Companions. Boah, die jucken mir jetzt die Augen. Oh Gott, ey. Das Game. Aber zu glauben, dass ich mich damals wirklich dadurch gezwängt habe. Nur Schwert geht nicht, Yukio. Nur Schwert geht nicht, auch auf PC nicht. Aber auf PC hat es ganz andere Probleme. Wenn ich dran denke, packe ich hier mal das, das Ding von Civi in die Endcard, was er dazu gemacht hat. Und, ja. Dinge, die man nicht braucht. Wirbt halt mit dem großen Namen von John Romero, aber, ja. Man merkt, dass er nicht alleine Doom war oder Quake an diesem Spiel. Ja, schreibt mal doch mal in die Kommentare, was ihr von Daikatana gehalten habt und auf welchem System ihr es überhaupt gespielt habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Däumchen da. Und wenn ihr mehr sehen wollt, wisst ihr, wo der Abo-Button ist. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich bin Katka, ich bin spontan von der Rolle. Haut rein.